So, damit würde ich sagen, Leute, willkommen zurück zum Let's Play Pokémon und Dark Rock Challenge. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben auf der Route hier. Ich habe keine Ahnung, welche Route das ist. Fragt mich auch nicht, welches ist, ich weiß es nicht. So, Timer stellen und jetzt kann es eigentlich nur noch losgehen. Ich hoffe, man sieht nicht meine scheiß Hände im Video. Oder mein Kopf. Hey du, Digga, das kann man kämpfen. Im letzten Part haben wir uns hier einen Mabula gefangen. Ich mag zwar die Entwicklung so nach wie und aber sie hat keine Defensive. Hey William, was hast du so Schönes? William hat eine Mogelbarung. Ein geiles Mogelbarung. So. Ferdinina! Kommst du diesen Mogelbaum an? Ist zwar schon entwickeltes Pokémon, aber es ist nur Level 17. Komm, Ferdinina. Für die Wissenschaft. Oh, es hat Robustheit, dieses kleine Speck hier. Okay. Zähigkeit, das ist so eine geile Fähigkeit. Wenn ich Ferdinina verliere, dann ich durch. Und hoffentlich verliere ich nicht Ferdinina. Du bist viel zu geil. Mogelbaum ist tot. Nein, Mogelbaum, ich mag dich zwar sehr. Du bist ein sehr cooles Pokémon. Ich bin zwar vielleicht einer der einzigen, aber das bin ich, ein sehr cooles Pokémon. Pokémon Hardgold, Schrägstrich, Soul Silver, habe ich immer gerne ins Team. Hier ist. Jetzt kommt die Zoom, ja, bevor ich konnte, auch bei Taurus rein. Okay, schön, was hast du so? Ich finde, da sieht die ja auch noch die Schönheit aus, aber wenn sie verlieren, dann nicht. Och, Fragoso. Ach, schade. Ich hätte lieber ganz schon ein Alola-Flogger oder ein Mollung. Weiß ich am besten. Nur wenn ich entwickelt sich nämlich. Du, Amphira. Und, Hubungus. Bro. Oder doch über Vulpix. Komm, das Ding ist geboten, das ist nur ein Feuerkreis. Ich feiere an, du merkst schon mal gehabt, bräuchte ich denn mein Team? Ich habe weder Feuer noch Geist-Pokémon. Ich habe hier stattdessen ein neues Piraten bekommen. Ja, und das wäre so cool, wenn wir ein Mimikma bekommen würden. Wenn nicht, dann benutze ich die in Online-Battles. Habe ich ja alles geplant. Ja, selbstverständlich. Weil Online-Battles cool sind und ich ein kompetitives Noob bin und auch schon ein bisschen Erfahrung haben will. Mit Pokémon und Sonne und Mond. Oh, wie süß, das hat mir eine Kopfnuss in die Fresse gekriegt. Ja, hoffentlich bin ich ja noch Zeigartiger. Armes Fragoso. Mit nie sein Hut. Dafür aber. Wer ist das nochmal? Bubungus? Ich weiß nicht mehr, wie seine Weiternehmung heißt. Warte. Lamelux, genau, Lamelux. Und zwar nie im Trailer mit. Ach stimmt, dann gibt's ja sowas. Sternstamm. So kann man richtig gut Geld farmen. Weiß ich. Sonderbonbon, das ist nice. Was gibt's hier? Oh, was hätte ich hier noch bekommen? Jetzt wäre der bestimmt groß, oder? Das wäre ich Akku. Nee, nicht so ganz. Pette. Ich mag zwar die Endentwicklung sehr Zuckerlon, aber. Hab's nicht geschafft. Okay. Papuli ist schon sehr hochgelevelt, finde ich. Wow, und wozu hat mir das gedrückt? Unser hier ist hier. In Kanto City wieder rauszukommen. Keine Ahnung. Andererseits, wenn Nina ist bestimmt gut. Vorne. Keine Ahnung. Schon wieder. So kann man richtig gut Geld farmen. Leute. Kann ich euch nur empfehlen. Diese Gangster von Team möchte gern Totenkopf. Ambros. Ey du da, ja dich mal nicht. Würdest du mir kurz helfen? Hier drüben. Jo! Dreh uns nicht den Rücken zu. Ey Mann, ist das nicht der von Mili? Diese Typen sind gemeine Pokémon, die kennst du hier? Nee, die ist mir unbekannt.
Das ist krass gelogen, Jo. Mein Name ist Tabu. Lasst euch das gefällt. Ist in größeren Städten die wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen. Meine Fresse, ich kann drehen. Nicht mit mir. Los, du übernimmst den. Was heißt die Diebe? Wir machen nur unseren Job. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns der da auf Medi-Medi abserviert hat. Aber diesmal stehlen wir die Sache auf den Schädel, Jo. Was auf den Schädel zu reden, ihr zwei Spacken. Ich hoffe, das ist das letzte Mal, wo man die sehen. Ich kann nicht leiden. Gib's gar rüpel vor, dass ich... Ist das der mit Traumato? Ey. Dreimal gegen den mit Traumato gekämpft, zweimal mit dem mit Nosferatu. Nosferatu, bitte. Und Frieden, Bro. Du wirst mir fehlen. Ja, weißt du, wenn ich auf meinem zweiten Kanal noch ein gedenkliches Video über dich machen, Bro. Ja, komm, ich geh auf Lamelux. Bobungus. Unser Möchtegern-Pilz. Unser Möchtegern-Knilz. Kapilz. Du möchtest gern Roy sein. Ist das aber nicht. Gib. Ernsthaft. Die Giftattacke wäre vielleicht ein Pissisch. Ey, das sieht ja geil aus. Das sieht so null ab. Für mich macht jetzt der Mega-Sauger, der neutral ist und stärker ist mehr. Bitte. Ja, der Stauner gut. Ja, jetzt hab ich ihn ja. Kopflos, ey. Bitte nicht flinchen. Ernsthaft. Ich weiß schon, wo es hinführen will. Ich wechsle. Zu. Warum habe ich eigentlich noch Rumstoß im Team? Das ist eine Scheiße. Das Ding ist ein Stück Scheiße. Tut mir leid, dass ich das sage. Aber du hast nicht eine schlechte Basis werde. Mein Spektor. So. So, auf der Taschentücher, weil ich ein bisschen der Kampf bin. Das ist eigentlich Möttenbuch, aber ich sag's trotzdem. Drehen Sie das Traumato um, bitte. Danke. Ich finde der Schrei ist so ähnlich. Ich finde generell der Schrei von Traumato, Hypno und Kokobai ist so ähnlich wie der von Rosanna. Und da auch der von Karasek. Der von Karasek. Weil das ist einer von wenigen Schrei, wo ich mir merke, wie der von Rosanna, von Mewtwo und von Primarenus selbstverständlich. Hey, Pambros! Was höre ich da? Du willst die beiden Flatmanns, Pambros, nur zu! Diese Abdurgasen-Typen bestehen sowieso nur aus Heißblut! Nur lass uns lieber die Kurve kratzen, yo! Kein Bock mir meinen Schädel zu riskieren! Yo, yo! Ich sag's dir noch mal! Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn dein Deck schädelst. Ja, ich habe ihn schon in mein Dickschädel. Er hat schon Platz an meiner Wand im Dickschädel. Als der größte Vollidiot ever. Merkt ihr, dass es vielleicht endlich schwer ist? Ja, der größte Vollidiot ever. Hab ich doch gesagt. Tschüss. Bist du leider aus dem Trieb? Ja, war's doch schon. Ich bin so froh, dass es seinen Weg alleine finden will. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Rot, ein guter Name. Der ist geil. Der kommt ja in dem Spiel vor. Okay. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Danke. Papus und ich sind viel auf der Insel unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch etwas für deine Hilfe.
Mann, Prost! Was ist denn so ein kleines, süßes Pump, großes, süßes Pump-Prost? Wieso solltest du unbedingt mal so den Battle Royale versuchen? Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Papus sieht das genauso. Ja, der Battle Royale ist ein neuer Kampfmodus in dem Spiel. Der Wild Bash macht auch speziell Online Battles dazu. Ich habe ja vor, eine Rubrik für Online Battles zu machen. Ja, neue Start, neues Glück. Ach ja, mach mal. Ey, das sieht so aufgeladen aus, dann ja, mach mal. Noch ein Taschentuch. Tut mir leid, das Glück zu den Taschentüchern im Werkzeug greifen. Tut mir leid, dass ich da weniger Gameplay ein bisschen weniger zeige. Ist aber ne. Ja, ich glaube, ich weiß aber, was die für Pokémon im Battle Royale machen, weil ein bisschen schlau muss ich mich ja darüber machen. Und da wäre ich mit Pampuni richtig gut dabei. Eigentlich. Ich wollte nur, dass niemand... Warte. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo die Protagonisten immer noch keine Namen haben. Oh, TM. Sonntag gegen Tanzsandsturm. Oh, sehr defensiv. Gesteinsbogen leider nur. Ich hab keinen Gesteinsbogen gegen Tanz. Kann ich. Warte, kann ich. Nein, eigentlich kann ich doch momentan nichts davon laufen. Ja, ich weiß nicht. Nein, sollte mir tatsächlich bereit. Ich will etwas kaufen. Nee, warte. Noch ein Train. Zwei Superbälle. Ich fürchte mich doch mit diesen Billigbällen abgeben. Ich bitte euch. Ich bitte euch, der verständlich nicht. Das wird auch noch. Warte. Dann haben wir noch so auf der Box, frage ich mich. Bitte sag, dass mir Mambula war nur ein Traum. Es war kein Traum. Es war Realität. Ah, und da war Aragua. Ich habe aber einen Shiny davon angesehen. Hat jemand tatsächlich fast 900 Eier gebraucht, um einen Shiny Aragua zu kriegen. Mit dem Schillerpin. Okay. Rosa Nektar. Okay, dann könnte ich die Form meines Choreo-Gel wechseln. Aber das, dafür habe ich keinen Bock. Dann kannst du... Oh. Ach ja, der Dom Royal, bla bla bla. Komm null, bla bla bla. Und Reinigkeit, bla bla bla. Getümmel, bla bla bla. Ich einfach gut Gladio nachmachen kann. Halt die Fresse, Rotom. Okay. Was gibt's hier? Schuhverkauf. Schnäppchenparadies, bla bla bla. Krawatte, bla bla bla. Du, bla bla bla. Ladenpreise, bla bla bla. Ich bin übertrieben. Der, bla bla bla. Einkauf, bla bla bla. Diese, bla bla bla. Ermöglichen, bla bla bla. Bla bla bla. Unterstützen. Hypno. Ich bin ein Name Hypno. Komm, ich geb dir einen Traum, weil ich das Geld hab. Oh. Was wie ein Typ nur ausgesehen hat, ist in Wirklichkeit ein Mensch im Pokémon-Kostüm. Mhm. Toll. Erholung, danke! Danke, lieber Hypno-Kerl. Halt die Fresse. Tut mir leid. Solange ich der Mann, ist mir alles egal. Viel Spaß. Erholung ist das, wo man einschläft. Wo ist ein Kerl überhaupt? Siedewasser. Schlafrede, Erholung.
Ey, das wäre eigentlich so gut für Kadabra. Da würde ich sogar die Fliehkraft. Siegewasser, Ladeschraft, wollte ich nicht. Und leider kann niemand meinen Teams-Trugschlag erlernen. Aber hey, das ist eine richtig gute TM. Da möchte ich mal hier nicht kaufen. Nein, danke. Ich glaube, man kann hier so ein Trash wie die Skurrilo-Skulptur kaufen. Die kriegt man eigentlich auch in XY, das ist ja noch günstiger als eine Siegelbeere, weil sie hier scheiße teuer ist. Ich hoffe, mir stirbt nicht mein Papuli weg. Willkommen! Professor Kukui. Ich bin der Botschafter des Battle Royals. Des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Der ersten dieser Generation eingeführt wurde, aber egal. Man nennt mich das Feuer. Professor Kukui. Professor. Hörst du mir denn nicht zu? Ich sagte, man nennt mich was Royal. Jo, schön war dein Leben, Bro. Ich bringe Trainer den Battle Royale bei. Ein Trainer des Pokémon-Kampfes, der seit Generation 7 in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale trinken 4 Trainer. Ich meine, 4 Trainer. Mit jeweils 3 Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keinen Kampf gegen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat und der die meisten kampfähigen Pokémon im Tisch hat.